Plötzlich ist der US-Wahlkampf wieder spannend, wie die Märkte darauf reagiert haben, dass Joe Biden seine Kandidatur zurückgezogen hat und wie die potenzielle Kandidatin Kamala Harris investiert, erfährst du heute. Außerdem verrate ich dir, welche Unternehmen die deutschen Magnificent Seven sind. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Insights mit dem Marktupdate. Was für eine verrückte Zeit! Der US-Wahlkampf hat so viele unvorhergesehene und noch nie dagewesene Wendungen genommen. Erst das fehlgeschlagene Attentat auf Präsidentschaftskandidat Donald Trump und dann zieht der aktuelle Präsident Joe Biden seine Kandidatur für die Demokraten zurück. Was haben all diese Ereignisse für Auswirkungen auf die Märkte? Das versuchte Attentat führte dazu, dass Trumps Aussichten auf die Präsidentschaft zunächst angestiegen sind. Dass er sich extrem schnell sammelte, die Faust in die Luft reckte, vermittelte Stärke. Was bei den US-amerikanischen Wählern sehr gut ankommt. Am sensibelsten hat Krypto auf diese Aussichten reagiert. Der Bitcoin-Preis stieg innerhalb kurzer Zeit um 8%. Vor ein paar Jahren hat Trump Kryptowährungen zwar noch als Betrug gegen den Dollar bezeichnet, inzwischen sieht er das ganz anders. Zum Beispiel will er eine strategische Bitcoin-Reserve einführen. Am 27. Juli, knapp zwei Wochen nach dem Attentat, hat er sogar auf einer Bitcoin-Konferenz in Nashville gesprochen und gesagt, Bitcoin stehe für Freiheit, Souveränität und Unabhängigkeit von staatlichem Zwang und Kontrolle. Weil die Umfragewerte für Trump immer weiter stiegen, wurde der Druck auf Joe Biden, von der Kandidatur zurückzutreten, immer größer. Als er es dann schließlich tat, war das für die Demokraten ein großer Motivationsboost. Seitdem ist das Rennen um das Präsidentenamt wieder offen. Nach der Ankündigung fiel der Bitcoin-Kurs erstmal, stieg aber später wieder an. Generell haben die Märkte eher gelassen bis positiv reagiert. Dem DAX zum Beispiel hat die Nachricht einigen Schub gegeben. Am Tag danach stieg der Kurs um 1,3%. Kurzfristig mögen solche Ereignisse also Einfluss auf die Kurse haben. Aber langfristig reagieren die Märkte relativ ungerührt auf US-Wahlen. In Wahljahren ist die durchschnittliche Rendite des S&P 500 nur ein klein wenig geringer als in Jahren, in denen keine Wahl stattfindet. Allerdings ist die Performance nach einer Wahl oft nicht besonders gut. In mehr als der Hälfte der Fälle kam es in den 12 Monaten nach einer Wahl zu einer Rezession in den USA. Das zeigt eine Untersuchung des US-amerikanischen Vermögensverwalters T. Rowe Price. Die Analysten sagen deshalb, wir sind der Meinung, dass Anlageentscheidungen auf langfristigen Fundamentaldaten und nicht auf kurzfristigen politischen Ergebnissen beruhen sollten. Unsere Community sieht das offenbar genauso. Als wir gefragt haben, ob ihr euer Depot zur Wahl hin anpasst, haben 83% von euch gesagt, nein, finde ich Quatsch. Eine Sache noch. Biden wie auch einige andere prominente Mitglieder der Partei haben sich hinter Vizepräsidentin Kamala Harris gestellt. Sie wäre auf jeden Fall der komplette Gegenentwurf zu Donald Trump. Und sie ist offenbar ETF-Fan. Das verraten Dokumente des US Government Office of Ethics, also der Ethikbehörde. Zusammen mit ihrem Mann soll sie über ein geschätztes Vermögen von fast 3 Millionen Dollar verfügen. Mindestens. Das meiste davon steckt in einem Portfolio mit ETFs und das wiederum ist ein ziemlich wilder Mix. Small Caps, Mid Caps, 20-jährige US-Anleihen, Growth und Value ETFs, um nur ein paar davon zu nennen. Wir sind ja eher Fans von Keep It Simple und das ist dieses Portfolio definitiv nicht. Außerdem hat es einen großen US-Fokus. Aber selbst wenn du es nachbauen wollen würdest, die enthaltenen ETFs sind größtenteils für den US-Markt ausgelegt. Aus regulatorischen Gründen sind die für europäische Anleger nicht geeignet. Aber interessant ist es trotzdem. Ich fände es jedenfalls spannend zu erfahren, in was zum Beispiel Olaf Scholz oder Christian Lindner so investieren. Bei wem würdest du gerne ins Depot schauen? Schreib's mir in die Kommentare. Unsere Zahl des Monats ist 7. Die glorreichen 7. Du weißt schon, Magnificent Seven, nur eben für Deutschland, Magnificent, glorreich. Naja, ja. Der Punkt ist, viele weisen ja gerne auf den großen Tech-Klumpen von US-ETFs hin. Die Magnificent Seven haben im ersten Halbjahr 2024 für rund 60% der Rendite gesorgt. Im Vergleich zur deutschen Version könnte man das aber beinahe ein Klümpchen nennen. Denn die 7 wichtigsten deutschen Unternehmen kommen beim DAX auf einen Renditeanteil von 92%.
Das haben die Analysten von HQ Trust herausgefunden. Viele Deutsche investieren ja gern und oft auch als erstes in ein DAX-Unternehmen oder in einen DAX-ETF, weil man diese Unternehmen gut kennt und mit ihnen etwas verbindet. Das gilt übrigens auch für unseren CEO Jannis. Ich habe als allererstes mal einen DAX-ETF gekauft, eine kleine, für einen Studenten angepasste Tranche an DAX-ETF. Jetzt nur den DAX zu nehmen, das würde jetzt meiner Anlagephilosophie heute nicht mehr entsprechen. Aber ich halte den auch noch, also ich halte den tapfer. Und man muss sagen, bei aller Kritik, die auch immer wieder einprasselt auf Deutschland, deutsche Aktien und so weiter, hat er sich immerhin ganz gut entwickelt. Das Phänomen bezeichnet man auch als Home Bias, weil der DAX aber nur wenige Unternehmen enthält und natürlich nur auf Deutschland fokussiert ist, bist du damit nicht breit aufgestellt. Um wirklich diversifiziert zu sein, solltest du also breiter streuen und zum Beispiel in einen Welt-ETF oder zusätzlich in andere Regionen ETFs investieren. Das zeigt das Beispiel der glorreichen Sieben sehr deutlich. Wer sind die eigentlich? SAP, Münchner Rück, Allianz, Telekom, Siemens, Siemens Energy und ein Neueinsteiger, das Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Du hast zwei sehr ähnliche ETFs im Auge, weißt aber nicht, welchen du nehmen sollst? Dann probier mal unseren schicken neuen Detailvergleich aus. Da kannst du super einfach verschiedene ETFs miteinander vergleichen und dir zum Beispiel nur die Unterschiede anzeigen lassen. Dir fällt noch ein ETF ein, der dazu soll? Kein Problem, such ihn einfach über die Quick Search-Leiste und füg ihn dazu. Welche Tools nutzt du? Schreib's uns in die Kommentare. Ich freue mich über ein Like und ein Abo und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.